Paar. Ich bin selbstständig Tiertikers, Illustrator und Comiczeichner und der Chefzeichner der Ausführung Superheroes. Ich zeige euch heute, was ich so während der Quarantäne treibe, nämlich dasselbe wie eh immer, Comics von daheim auszeichnen. Im Speziellen zeige ich euch, wie kommt es vom Skript zur fertigen Comicseite. Das ist die fertige Seite 6 aus dem Heft 22. Wie also kommt es dazu? Das Ganze geht los mit dem Skript von unserem Autor. Das ist quasi das Drehbuch für den Comic, also eine Beschreibung der Szene, was in den einzelnen Bildern passieren soll, und der Dialog. Als nächstes lege ich mit Hilfe vom Skript einfach mal grobe Doodles an. Da geht es eigentlich nur darum, dass ich ein ungefähres Gespür bekomme für die Seite, also Bildaufbau und Einteilung, aber auch die Größe und ungefähre Platzierung der Sprechblasen, weil ich auch darauf Rücksicht nehmen muss. Das passiert dann übrigens auch noch traditionell, also mit Bleistift und Papier. Weiter geht es dann digital im Programm Clip Studio Paint, in dem ich sehr gern und vorwiegend arbeite. Ein tolles Programm zum Comiczeichnen, kann ich auch nur empfehlen und ist auch recht günstig. Hier lege ich mal die Panels, also die Rahmen der einzelnen Bilder an. Der wohl wichtigste und anstrengendste Teil sind dann die Pencils, also das tatsächliche Vorzeichnen der einzelnen Bilder. Alles weitere baut dann darauf auf. Sobald diese stehen und soweit abgesegnet sind, folgen die Inks, also das Reinzeichnen der Pencils, wo dann auch viel Detail und Hintergrund ergänzt wird. Das macht die Linien sauber und erleichtert das Kolorieren später. An diesem Punkt gebe ich die Seite normalerweise an unseren Koloristen weiter. Wir teilen uns die Arbeit immer untereinander auf, damit sich alles schön zeitlich ausgeht. In speziell diesem Fall stammt die Farbe aber nicht von mir, aber auch ich übernehme hin und wieder diesen Job, wenn ein anderer Artist die Seite zeichnet. Der nächste Schritt sind dann die sogenannten Flats, das heißt, es werden einfach mal die Farben flächig angelegt. Die werden dann im letzten Schritt geshadet, also schattiert. Das heißt, die Charaktere bekommen Plastizität und die Szene eine gewisse Lichtstimmung. Und zu guter Letzt kommen dann die Sprechblasen drüber, das sogenannte Lettering. Und um euch zu zeigen, wie das in der Praxis und im Detail funktioniert, werde ich jetzt eins der Bilder nachzeichnen. Here we go!
hoffe, die Demonstration hat euch gefallen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao.